mit was haben wir es eigentlich zu tun in diesem Buch? Das ist eine sehr spannende und auch nicht abschließend zu beantwortende Frage. Es gibt verschiedene kleine Geschichten und die Verbindung ist jene, dass es immer Frauenstimmen sind, die aus der Ukraine der Gegenwart erzählen. Und es sind Geschichten, die vor der Folie des Krieges in der Ostukraine passieren. Was mich überzeugt hat, war Belorussits Sätze. Erstaunliche, überraschende Sätze. Man entdeckt die Figuren und ihre Erfahrungen indirekt, wegen dieser seltsamen Sprache, die sie verwendet hat. Diese Sprache, in der Belorussits oder Claudia Date das eben im Deutschen auffächert, diese Konglomerate, Reflexionen, Kaleidoskope. Es ist auch ein Fotobuch. Also die Fotos sind niemals Illustrationen der Geschichten, sondern sie stehen auch in einem Spannungsverhältnis zu diesen Texten. Und also auch da wird das Ganze auf eine weitere Ebene gehoben, die mich irgendwie fasziniert hat, die mich immer wieder hat fragen lassen, was passiert hier eigentlich? Also das hat mich an dem Buch begeistert.